Hi, ich hatte gestern bei Instagram gefragt, ob ihr mehr Bock habt auf ein Project 20 Update oder auf ein Favoritenvideo. Und das Favoritenvideo wurde deutlich häufiger genannt und deswegen dachte ich mir, drehe ich das jetzt ab. Das andere drehe ich auch ab, aber dieses hier kommt jetzt heute am Samstag online, das nächste dann nächste Woche. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal durch und diesmal sind keine Lifestyle-Favoriten dabei, sondern nur Kosmetik und Pflege. Und wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Als allererstes zeige ich euch ein Pflegeprodukt. Und zwar hatte ich zur Glamour Shopping Week hatte ich bestellt bei Paula's Choice jede Menge so kleine 1 bis 2 Wochen-Sets sind das, glaube ich, so kleine Größen, also nicht die Proben, sondern kleine Größen. Und unter anderem auch dieses hier, dieses Skin Perfecting 2% BHA Liquid. Das habe ich gesehen bei der lieben Jamina. Jamina hat gesagt, dass es bei ihr Wunder gewirkt hat. Und mit G wirkt heißt, meine ich, B wirkt. Und zwar soll das die Poren ein wenig verfeinern. Und wenn man das in die tägliche Gesichtspflege einbaut, bla bla bla. Wenn ihr BHA-Liquid, also Produkte mit Salicylsäure benutzt, müsst ihr auf jeden Fall Lichtschutzfaktor benutzen. Aber bei dem Wetter die letzten Tage solltet ihr das sowieso tun, weil das besser für eure Haut ist, weil kein Sonnenschutz bedeutet vorzeitige Hautalterung, eventuell sogar Pigmentflecken. Ich habe Wortfindungsstörungen, wie so oft. Auf jeden Fall ist das richtig gut. Ich habe das jetzt ungefähr bis da. Ich benutze das jeden Tag, morgens und abends nach meiner Gesichtspflege, nachdem ich mein Gesicht getont habe, meinen wundervollen, großartigen Balea mit Gesichtswasser, das ich ja nun wirklich zu Tode in den Himmel gelobt habe, immer lieben werde, solange es das gibt und nicht reformuliert wird und es mir nicht mehr gefällt. Also bis dahin auf jeden Fall super. Und danach bringe ich das tatsächlich auf die Stellen in meinem Gesicht auf, die von vergrößerten Poren heimgesucht wurden. Großartiger Satz. Also die Stellen, wo ich vergrößerte Poren habe, da gehe ich mit diesem BHA-Liquid auf diese Stellen mit einem Wattepad und ja, warte einen Moment und dann kommt die Gesichtspflege drauf und so weiter. Ihr habt, glaube ich, verstanden, was ich meine. Es ist auf jeden Fall richtig gut und ich hoffe, dass das weiter so toll wirkt, weil ganz oft habe ich das schon gehabt, dass ich dachte, jetzt wirkt das Produkt ganz gut und so kurze Zeit später hat es dann so die Wirkung verloren. Hier noch nicht, aber ist auch erst ein Drittel raus. Dann mache ich mal weiter mit ein bisschen Schminke. Und zwar habe ich den letzten Monat, habe ich mich nicht viel geschminkt, aber ich habe mich relativ häufig mit dieser Palette geschminkt, weil sie zurzeit in meinem Schminktisch ist. Ich habe euch ja gesagt, dass ich so alle 2 bis 3 Wochen ein Schminkkörbchen mache. Und im Prinzip ist es kein Schminkkörbchen, sondern ich suche mir Sachen raus aus meinem großen Schminkfundus und packe die dann in meinen Schminktisch. Und die Sachen, die in dem Schminktisch sind, benutze ich dann vorzugsweise. Es sei denn, es steht irgendwas Besonderes an und ich mache ein besonderes Make-up, dann gehe ich natürlich auch noch an meine anderen Schubladen. Aber hauptsächlich benutze ich dann die. Und diesen Monat ist, oder die letzten Wochen, war diese hier in meinem Schminktisch. Und zwar habe ich ganz, ganz oft natürlich die natürlichen Töne benutzt. Oder eigentlich nur. Dieser Braunton hier, Chocolate heißt der, der ist so Hot Chocolate. Der ist so, so schön. Ich mag den sehr gerne. Dann hier diese anderen Farben ganz toll. Die halten super lange auf den Augenlidern. Und besonders gut haben sie gehalten wegen meinem anderen Favoriten. Und zwar ist das die Urban Decay Eyeshadow Primer Potion in Enigma. Die habe ich geschenkt bekommen von der lieben Diana. An dieser Stelle nochmal ein herzliches und Dankeschön. Und sie wird selbstverständlich in die Infobox verlinkt. Und zwar hat sie mir die geschenkt. Ich glaube, es war zum Geburtstag letztes Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so eine, eine Eyeshadow Base. Und die macht wirklich, dass die Lidschatten den ganzen Tag halten. Finde ich richtig gut. Sie funktioniert auch toll unter Eyeshadow-Stiften. Wisst ihr, was ich meine? Also diese, zum Beispiel von Kiko gibt es ja diese Long-Lasting Eyeshadow-Sticks. Und mit dieser Primer-Potion drunter halten die noch besser. Also die halten auch so gut. Man muss das nicht unbedingt machen. Aber gerade bei so neutralen Looks reicht mir das auch so aus, wenn ich das nicht so intensiv haben möchte. Also nur diese Potion und diese Verbindung. Kombination habe ich, wenn ich mich geschminkt habe, eigentlich immer getragen. Nur heute habe ich mal was anderes auf den Augen. Dann noch eine Kombi, die ich sehr, sehr lieb gelernt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich euch in einem meiner Favoritenvideos schon mal mein Puder gezeigt habe. Das habe ich mir vor 3 Monaten, glaube ich, habe ich das, 2 oder 3 Monaten, 3 Monate, glaube ich, habe ich das mal bei, ich weiß nicht mehr genau, gekauft oder getauscht, ich bin mir nicht sicher. Es ist fantastisch. Das ist das Chanel Poudre Universelle in der Farbe
20 Claire Translucent 1. Das ist ein extrem... Schade, dass meine Kamera diesen Staub nicht einfängt. Es ist ein extrem fein gemahlenes Puder, das wirklich transparent auf dem Gesicht wird und meine Poren nicht so total, es setzt sich nicht ab, es in den Poren und man sieht damit dann cakey aus, überhaupt nicht. Es ist das allerbeste Gesichtspuder, das ich jemals getestet habe. Es ist auch besser als das Banana, obwohl ich das weiterhin benutze, das von Benai, ihr wisst, was ich meine. Allerdings mehr so, wenn ich mal mir eine Kontur gemacht habe. Das ist auch ein geiler Satz. Also wenn ich konturiert habe, um das hier unten ein wenig zu versäubern, habe ich gerne das Banana Puder benutzt. Aber das hier ist richtig toll, auch um den Concealer zu setten oder das Make-up unter den Augen zu setten, die Fettstirn abzupudern, funktioniert richtig gut. Und das Ganze voll gut in Kombination mit diesem großartigen Pinsel von Luxie. Den habe ich mal geschenkt bekommen von dem großartigen Christian. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe diesen Pinsel schon einmal in einem Favoritenvideo erwähnt, aber er ist so schön weich. Ich liebe ihn wirklich über alle Maßen. Ich klinge gerade total abgedreht. Ich weiß gar nicht, warum. Der ist so weich. Der verliert beim Waschen überhaupt keine Haare. Er hat natürlich hier und da schon mal ein Haar verloren, aber es ist nicht so, dass ihr euch einpinselt oder abpudert und dann habt ihr überall Haare im Gesicht. Nein, so ist es nicht. Er ist ein wundervoller Pinsel, nicht nur, dass er sehr hübsch aussieht. Schaut doch mal bitte, wie hübsch rosa der ist. Und mit dieser rose-goldenen Zwinge. Ich habe auch noch einen Blendepinsel davon. Auch den liebe ich über alle Maßen. Den habe ich aber erst vor kurzem gezeigt und deswegen jetzt nicht wieder. Der hier ist fantastisch. Es gibt Luxie natürlich auf amerikanisch. Ich glaube, amerikanischen Seiten, ich bin mir nicht sicher. Aber hundertprozentig bei. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Beauty Bay. Man muss nur eine halbe Stunde drüber nachdenken, da fällt es einfach immer wieder ein. Also die beiden in Kombination, fantastisch. Obwohl ich diesen Pinsel auch mit jedem anderen Puder mag. Aber dieses Puder mag ich zurzeit am liebsten und dann mit diesem Pinsel fantastisch. Richtig, richtig gut. Kurz beiseite gelegt. Dann habe ich vor kurzem, ist auch schon ein paar Monate her, habe ich mir diese Trend It Up Face Contouring Palette gekauft. Die hatte ich auch mit im Urlaub. Und ich muss sagen, ich finde die wirklich gut. Ich habe hier auch die Anastasia Beverly Hills, das Anastasia Beverly Hills Contour Kit und überlege ganz ernsthaft, sie aufzugeben, weil in dem Contour Kit sind eigentlich nur zwei Farben drin, die ich dann benutze. Es ist einmal dieses gelbliche Puder. Ich benutze aber, habe ich festgestellt, dann lieber die losen Puder, wie zum Beispiel das Banana von Benai, von dem ich gerade gesprochen habe, und das Konturpuder. Also eine davon. Die anderen Farben sind eigentlich über. Ja, jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich damit verfahre, ob ich mir vielleicht auch die zwei rausnehme, weil man kann die Palette ja nach seinen eigenen Wünschen zusammenstellen, dass ich die zwei rausnehme und den Rest weitergebe. Ich weiß noch nicht genau, aber die hier ist echt schön. Wie gesagt, von Trend It Up kostet, glaube ich, 5 Euro. Also wirklich sehr erschwinglich. 4,50 Euro, 5,50 Euro, bin mir nicht sicher. Und ich kann hier jede Farbe benutzen. Einmal habt ihr diesen gelblichen Ton, das ist auch sehr, sehr schön gemahlen, kann man schön mitarbeiten. Auch um die Kontur so ein bisschen zu verschärfen oder zu verblenden. Wie auch immer man damit verfährt unter den Augen, T-Zone benutze ich das nicht. Dieser Ton in der Mitte ist wirklich ein schöner Bronzer-Ton, also zu meinem Hautton passt es perfekt. Also habt ihr so einen Teint wie ich, wird das gut funktionieren und das Konturpuder funktioniert auch gut und es hält auch sehr gut. Den ganzen Tag, okay, also wenn man viel schwitzt beispielsweise, kann ich mir vorstellen, dass das nicht den ganzen Tag hält. Aber so in einem normalen Büroalltag oder abends mit Freunden ausgehen und eine Kontur setzen, funktioniert großartig. Ich habe es schon ein wenig zum Nasekonturieren benutzt, wobei ich das sehr, sehr selten mache, weil die eh schon, ja, egal. Ich habe es nicht so drauf, ich vergesse da manchmal das Verblenden. Und zum Konturieren an sich ist die echt schön. Und deswegen wollte ich sie mal erwähnen, weil ich glaube, das habe ich noch nie getan. Ich mag die echt, echt gerne. Und dann, wo wir gerade schon von Diana vom Kanal Diana 0380, ich mache mal ein bisschen Werbung, gesprochen haben. Sie hat mir vor einer Weile, hat sie mir diese kleine Größe von Calvin Klein Beauty geschenkt. Und ich habe es dann in eine Schublade gelegt. Eine Weile war es in meiner Handtasche, dann habe ich die Handtasche gewechselt, liegt dann weiter drin, dann habe ich es in eine Schublade gelegt. Und letztens dachte ich mir, oh, ich habe mal Bock auf Parfüm. Ich habe euch ja schon mal gesagt, Parfüms sind bei mir immer so eine Sache. Ich kriege super schnell Kopfschmerzen vom Parfums. Hiervon nicht. Und man braucht sehr, sehr wenig. Und ich glaube, es kippt langsam, weil es hat so komisches Granulat da drin. Vielleicht ist das auch normal, ich weiß es nicht.
Ich habe noch keinen Ausschlag davon bekommen und benutze es seit einer Woche jeden Tag mehrfach. Also der Geruch ist schön und der Geruch bleibt auch sehr, sehr lange. Aber so nach einem halben Tag mache ich es dann so ein bisschen nach und ich finde das so schön in dieser Verpackung. Und Sodiana wirklich großartig. Und ich glaube, ich würde es mir auch nur in dieser Größe, wenn es das überhaupt gibt, nachkaufen, weil ich glaube, ich würde mir nur noch Parfüms in dieser Größe nachkaufen, wenn es das gäbe. Weil ich das richtig toll finde mit diesen Kügelchen und dass man es ist möglich, es aufzubrauchen, ohne dass es kippt, wenn man es nicht vergisst. Und ja, irgendwie schüchtert das nicht so ein. Ich mag das, dass man es in Handtasche schmeißen kann und ich mag's. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, wie gesagt, ich habe diesmal keine Lifestyle-Favoriten, weil ich mich eigentlich nicht so, kauft nicht so viel. Was soll ich sagen? Und als Letztes möchte ich euch gerne noch was zeigen, das ich vor einer Weile mal zugeschickt bekommen habe, ohne irgendwelche Bedingungen. Also man hat mich nur gefragt, ob ich das mal testen mag. Ich habe gefragt, was sind die Bedingungen? Keine. Wir wollen nur, dass du es mal testest. Sowas finde ich natürlich immer cool. Das ist schon über einen Monat her. Das ist vom Biolage Raw. Raw, Real, Authentic, Wholesome. Das ist so eine Serie. Ich zeige das mal. Richtig cool. Ich habe es wieder eingepackt, weil es war ja ursprünglich. Ich stand schon im Bad. Das sind drei verschiedene Shampoos und Conditioner. Richtig cool. Die Shampoos sind in der Regel zu etwas über 70% natürlicher Herkunft. Und die Conditioner 97%. Richtig cool. Hier steht noch 70 bis 100% natürliche Herkunft. Habe ich ja schön vorgesagt. Wenig Inhaltsstoffe. Stimmt. Biologisch abbaubar. Keine Sulfate. Keine Silikone. Keine Parabene. Keine künstlichen Farbstoffe. Nachverfolgbare Inhaltsstoffe. Und die Verpackung ist auch aus komplett recyceltem Plastik. Das finde ich auch cool. Mein Lieblingsprodukt ist die rote Serie. Und zwar ist das die Recover-Serie. Die strapaziertes Haar wird wieder aufgebaut, gestärkt und erhält mehr Glanz. In dem Recover Shampoo sind Yucca und Gucci-Beere. Und in dem Recover Conditioner sind Porzellanerde und Korianderöl. Und ich vermute, es ist das Korianderöl. Das riecht so ein bisschen männlich herb. Der Geruch bleibt sehr lange im Haar und ich liebe diesen Duft. Das riecht so geil. Ich finde es so hammergut. Und dann habe ich auch noch zugeschickt bekommen das Uplift. Das ist dieses grüne und graue. Da steht, reinigt feines Haar und verleiht schwereloses Volumen. In dem Shampoo sind schwarzer Sesam und was? Grapefruit. Und in dem Conditioner sind es Kiwi und Porzellanerde. Riecht auch toll. Gibt es auch nichts zu meckern. Und da war ich mir nicht so sicher, ob nun die rote Serie oder die hier meine Lieblingsserie ist, aber ich habe die rote Serie öfter verwendet und deswegen wäre es irgendwie doof zu sagen, das andere mag ich noch lieber. Kann ich nämlich gar nicht genau sagen, weil ich das ehrlicherweise erst einmal benutzt habe. Und zwar handelt es sich um die Nourish-Serie. Pflegt trockenes und stumpfes Haar für ein gesundes und geschmeidiges Aussehen. Im Shampoo ist Quinoa und Honig und im Conditioner Kokosöl und Porzellanerde. Was soll ich sagen? Das Kokosöl, man riecht es. Es ist ein Traum. Ihr wisst ja, Kokos und Vanille ist ja voll meins. Ich liebe es und auch das bleibt super lange in den Haaren. Dann ist noch ein Öl dabei. Da habe ich irgendwie keine Meinung zu. Ich glaube, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Das Replenish Oil Mist. Steht denn da irgendwas zu? Anwendungsmöglichkeiten Pre-Shampoo-Treatment, also erleichtert das Föhn, spendet dem Haar Feuchtigkeit als Föhnhilfe, separiert Strähnen und lässt die Bürste leicht durch das Haar gleiten, als Glättungsmittel, krausensprühendes Haar wird geglättet und gezähmt, Übernacht-Treatment, das habe ich jetzt gemacht, ist Öl in das Haar auftragen, über Nacht einwirken lassen oder Pflegeboost zum Conditioner dazugeben, um das Haar intensiv zu pflegen, das habe ich auch einmal gemacht. Ich finde das ganz gut, aber ich finde, die Produkte funktionieren auch ohne das ganz gut. Und ja, ich finde es super toll, dass ich das einfach so zugeschickt bekommen habe, ohne irgendwelche, wie soll ich das sagen, Bedingungen. Einfach so. Hab mich angeschrieben, hast du Bock, das zu testen? Und ja, habe ich. Finde ich richtig toll. Und jedes einzelne davon, das ich bisher probiert habe, ist schön. Aber wie gesagt, die rote Serie habe ich jetzt am häufigsten verwendet. Alle anderen beiden nur zweimal. Oder einmal, weil ja, ich möchte so ein Produkt gerne durchtesten, bis ich da was zu sagen kann. Und die rote Serie kann ich auf jeden Fall sagen, mega geil. Ist nicht ganz billig, kostet etwas über 20 €. Es gibt natürlich immer mal wieder irgendwo Rabattcodes, wo ihr das Ganze dann günstiger schießen könnt, aber ist natürlich nicht ganz billig.
Ich werde mir auch noch die Harkonnen dazu angucken. Die waren nicht dabei, die werde ich mir kaufen. Ich weiß aber noch nicht, zu welcher Serie. Ich muss mal gucken, weil wenn in der Haku bei dem Kokoszeug auch Kokos drin ist, dann bin ich dabei. Ja, ich habe eine Anfrage gestellt bei der lieben Ariane, die mir das zugeschickt hat. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür, dass du mir dieses tolle Paket geschickt hast, und habe sie gefragt, ob Biolage Tierversuche unterstützt. Und sie hat dann ehrlicherweise geantwortet, dass Biolage zu Matrix gehört und Matrix zu L'Oréal. Ich finde das aber jetzt nicht schlimm. Sie sagte, Biolage ist auf jeden Fall tierversuchsfrei. Sie kennt die Entwickler sehr gut. Und das glaube ich ihr dann auch zu 100%. Ich persönlich kaufe auch weiter bei The Body Shop ein, auch wenn die zu L'Oréal gehören. Aber ich finde einfach, man kann die Unternehmen, die dazugehören, die Tierversuche nicht unterstützen, die tierversuchsfrei sind, kann man ruhig unterstützen. Vielleicht sieht L'Oréal es irgendwann ein und lässt es auch ganz bleiben. Ist so meine Hoffnung. Vielleicht ist es auch ein bisschen blauäugig, ist mir aber wurscht, ich stehe dahinter. Ja, und jetzt würde ich super gerne in den Kommentaren wissen, was war euer liebstes dekoratives Kosmetikprodukt jetzt im Monat Mai und euer liebstes Pflegeprodukt. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, was euer absolutes Lieblingsshampoo und der dazugehörige Conditioner ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Erstmal Wochenende und dann Woche. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Ich drücke euch ganz lieb und bis bald. Tschüssi.